Was ist eigentlich los in unserer Parteienlandschaft? Und zwar nicht nur irgendwie hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Was ist vor allem los mit der Sozialdemokratie? Ich habe ja gestern meine über 20-minütigen Abrechnungen so ein bisschen mit der SPD gemacht. Und das Problem an der Sozialdemokratie, das habe ich ja schon häufiger mal benannt. Das ist im Grunde genommen, sind das durch die Idee Clintons, dass man die Sozialdemokratie, was in Amerika im Grunde genommen vergleichbar die Demokraten sind, wenn man die weiter in die Mitte rückt, beziehungsweise er hat sie ja über die Mitte, ne? Das ist ja das Stumpfsinnige. Die SPD war schon immer in der Mitte. Die einzigen, die nicht in der Mitte waren, ist die CDU zum Beispiel. Die waren schon immer rechts von der Mitte. Aber nee, jetzt geben wir der SPD mal, dass die Mitte links war. Ja, okay. Er hat jetzt im Grunde genommen gesagt, okay, wir graben jetzt einfach den Republikanern die Wähler ab, indem wir republikanische Programmpunkte vertreten in vielen Dingen. Vor allen Dingen in der Wirtschaft. Und hat die Demokraten von Mitte links auf Mitte rechts gerückt. Alle anderen sind mitgerückt. Ne, das sind ja nicht so, in Amerika sind nicht so schwierig. Die Republikaner sind noch weiter nach rechts gerückt, damit das Verhältnis richtig bleibt. Hier in Europa haben das Blair und Schröder genauso gemacht. Und nicht nur die, sondern im Grunde genommen so gut wie alle sozialdemokratischen Parteien innerhalb Europas haben das eigentlich genauso gemacht. Die sind auch alle von Mitte links nach Mitte rechts gerückt und alle anderen sind mitgerückt. Ne, die CDU, die ja durchaus noch, ja, noch in den 70er Jahren, ist ja auch noch unter Kohl, in den 80er Jahren und durchaus eine Volkspartei in dem Sinne war, dass tatsächlich auch Arbeitnehmersichtweisen dort durchaus Berücksichtigung fanden. Und jemand wie Norbert Blüm ist sicherlich keiner, der irgendwie tatsächlich rechts steht. Und damit meine ich nicht rechtsextrem, sondern wirklich rechts, so wie die CDU jetzt heutzutage ist, so wie so ein Jens Spahn halt einfach ist. Der so ganz leicht kuschelt er sich am Rechtsextremismus an, aber der ist halt trotzdem einfach nur rechts. Oder so de Maizière, der ist halt einfach rechts. Der reilt das halt nicht, dass er rechts ist, aber dazu reicht's halt, da reicht der Teich halt nicht für in der Bonnier. Ne, das ist ja halt ganz einfach. So, und diese Sozialdemokratie ist jetzt im Grunde genommen seit Mitte der 90er Jahre schön Mitte rechts. Und was passiert seit dieser Zeit? Das hat im ersten Moment ein paar Wahlerfolge gebracht. Für Clinton? Ja. Für Blair? Ja. Für Schröder, oh, hat so ein paar Wahlerfolge gebracht. Aber was ist denn seitdem passiert? Also man hat in Amerika zum Beispiel, da war dann Obama, okay, aber jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung davon hat, der weiß ganz genau, dass Obama total mit der Rechts war. Alles, diese ganzen eher von wegen diese Change und Hope und all so ein Quark, alles Bullshit gewesen, alles nur Wahlkampfgelaber. Das war Müntefering, es ist unfair, unseren Wahlversprechen zu messen. Gebrabbel. Auch seine Gesundheitsreform, wenn er die mal vernünftig durchgezogen hätte, nämlich als tatsächliche Gesundheitsreform, Single Payer und sowas in der Richtung, dann wäre das jetzt, könnten die jetzt das einfach nicht einreißen. Da das Ding aber ein wirtschaftsliberales Geschenk gewesen ist an die Versicherungsgesellschaften, das kann das jetzt alles wieder eingerissen werden. Was passiert denn jetzt? In Deutschland ist dann 2005 dann im Grunde der große Krach gewesen, wo sich dann ein Drittel der SPD einfach abgespalten hat. Gesagt hat, nee, da machen wir nicht mehr mit. Und die Linke wurde gegründet. Die hat halt leider das Problem, dass sie inhaltlich sagen kann, was sie will, ist vollkommen egal, interessiert keinen in Deutschland. Da kriegt der Deutsche den Wackelkopf und da kommt dann die SED-Nachfolgepartei. Das ist wie mit einem Pavlovschen Hund. Dem musst du das nur zeigen so und dann fangen die an zu sabbern und kriegen Wackelkopf.
Das Konditionierung ist das. Ne, da sitzt natürlich, da sitzt kein Erich Honecker mehr, und da sitzt auch kein Margot Honecker, und da sitzt auch kein Mielke mehr, Markus Wolf, die sitzen da alle nicht mehr. Die ganz, ganz Alten, so wie Gysi, ne, die haben tatsächlich noch ein bisschen was in der SED irgendwie tatsächlich mitbekommen. Die Propagandaministerin der FDJ, die ist natürlich, ne, das ist ja das Witzige. Es ist ja nicht so, dass diese Leute, diese ehemaligen SED-Hansel, dass die nur bei der Linken rumeiern, ne? Merkel zum Beispiel, FDJ-Propaganda. Da gibt's genug. Die dann, war die Wende und sofort, ups, ich verlasse das sinkende Schiff und wer gewinnt, Kohl gewinnt, geht zur CDU. Gibt es eine ganze Menge von in der CDU. Davon will natürlich keiner was wissen. Völlig klar. Aber der Deutsche ist halt so. Pavlovscher Hund, Konditionierung, Gesamma, SED-Nachfolgepartei. Hat die SPD ein kleines Problem. Und vor allem die BASD halt, ne? Die SPD, die ist ja dann auch ein bisschen gnatzig. Die arbeitet dann lieber mit Leuten wie Dobrindt zum Beispiel zusammen. In einer großen Koalition, wo sie dann tatsächlich nicht den Bundeskanzler stellt und nicht praktisch die größte Fraktion ist. Da sind sie lieber in einer großen Koalition der Juniorpartner. Ist ja auch einfacher, weil dann, ne, dann kann man sich nicht darauf festnageln, auf sozialdemokratische Politik. Sie können dann nicht immer sagen, das ist mit unserem Koalitionspartner leider nicht zu machen. Das geht halt leider nicht. Wir sind halt an unserem Koalitionsvertrag gebunden. Alles eine Ausrede, weil sie, ne, sagen können, mit denen, die haben uns verraten, die sind uns hier in den Rücken gefallen und die wollen jetzt hier tatsächlich sozialdemokratische Politik machen und mit denen machen wir nichts. Hannelore Kraft, ich lach mich tot. Tja, was passiert denn jetzt eigentlich hier in dem Rest der Welt? Überall werden im Grunde genommen neue Parteien gegründet. Einmal auf der rechten Seite, na klar, wir ja auch, AfD. In Amerika zuerst über die Tea Party dann halt, ne? Wurde dann die Republikanische Partei komplett infiltriert. Und auf der linken Seite, im Grunde mit Bernie Sanders, der ja eigentlich, das ist ja kein Demokrat eigentlich, das war ja schon immer ein Independent. Das ist jemand, der mit Martin Luther King zusammen marschiert ist. Das ist ja nicht irgendwie so ein dahergelaufener Mensch oder sowas in Richtung, der jetzt auf einmal mit 74 alle gedacht hat, oh, das ist ja eigentlich ganz cool. Nee, der ist der liberalste und SPD-naheste Mensch in Amerika im Grunde genommen, also Politiker in Amerika, schon immer gewesen. So, und was da jetzt tatsächlich passiert, das sind jetzt sowas wie Justice Democrats. Die versuchen jetzt im Grunde diese Corporate Democrats zu vertreiben aus ihren Sitzen. Also, und deswegen, die haben jetzt zur Ziel gesetzt, innerhalb von 4 Jahren diese Partei so umzubauen, dass eben diese ganzen Wirtschafts-Mitte-Rechts-SPD, beziehungsweise Demokratentypen zu verschwinden. Im Grunde genommen, was die WASD halt auch versucht hat, dann halt mit der Abspaltung von der SPD. Hier in Frankreich, ne? Da gründet dieser Macron halt einfach zur Präsidentenwahl eine neue Partei und gewinnt damit. Gewinnt damit. Kommt eigentlich hier von einem Sozialisten, sozialistischen Partei, und das ist das. Ich habe gestern gesagt, mit der Bundes-SPD ist nichts zu reißen. Da sind natürlich auch so diese Kassenwart und Brunner drin, ob die nur da sind oder nicht, ist ja völlig egal. Wichtig sind natürlich einfach die Spitzen, die sich. Thomas Oppermann ist ja zum Beispiel gar nicht im Präsidium der SPD. Ja, trotzdem ist er als Fraktionsvorsitzender der SPD natürlich relativ wichtig und ja, auch maßgebend zum Beispiel. Und ich habe gesagt, diese ganze Riege, die muss einmal komplett ausgetauscht werden. Die muss komplett weg.
damit die SPD eine Chance hat, wieder nach links zurück. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sowas erreichen kann. Entweder man nutzt tatsächlich diesen Schulz-Effekt, oder man hätte ihn nutzen können dafür, oder man versucht ihn jetzt wieder zu besorgen, indem man unter dem Hut der SPD eine neue Bewegung macht. Das geht zum Beispiel mit einer Johanna Ueckermann. Könnte man das zum Beispiel machen. Eine junge Bewegung innerhalb der SPD, die vor allen Dingen eins macht. Versucht, junge Leute wieder in die SPD reinzuholen und zu gewinnen dafür. Warum? Um Stimmen zu bekommen innerhalb der SPD. Um diese ganze Bagage wegzufegen in einem demokratischen Prozess. Sie einfach wegzuwählen. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist aber leider, glaube ich, genau die Möglichkeit, die nicht funktionieren wird. Weil so eine Mischpoke wie Sigi Gabriel dann das natürlich einfach versuchen wird zu verhindern, mit Hand und Fuß. Und da werden einfach mal Geschäftsordnungen dann geändert werden und da werden die schon Mittel und Wege finden, um diesen demokratischen Umbruch aufzubrauchen. Die zweite Möglichkeit tatsächlich ist eine neue SPD zu gründen. Eine neue SPD sollen die doch mit ihrer neoliberalen Wirtschaftspolitik machen, was sie wollen. Sollen sie doch im Grunde genommen damit der FDP im Grunde genommen Konkurrenz machen. Die Partei für soziale Gerechtigkeit oder sowas in Richtung. Das wäre tatsächlich, glaube ich, die sinnvollste Variante. Dass alle tatsächlich, denen dann gelegen ist, die SPD wieder dahin zu führen, wo sie eigentlich sein müsste. Nämlich eine Mitte-Links-Partei, die für soziale Gerechtigkeit steht, die für eine verantwortungsvolle Wirtschaft steht, für ein Miteinander, das durch Empathie und christliche Werte komischerweise geprägt ist. Mitgefühl, Empathie. Wo dann keine Menschen in Kriegsgebiete ausgewiesen werden. Und dann sollen diese Parteien in diesen antichristlichen Werten wie Gier und Macht und Geld und Empathielosigkeit und soziale Kälte frönen, nämlich CDU, CSU, FDP und wirtschaftsliberale SPD-Leute und Grüne. Viele von den Grünen, die gehören da auch zu. Sollen die doch machen, was sie wollen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was tatsächlich wirklich Sinn machen würde. Aber dazu muss das eine Massenbewegung sein. Das müssen massenhaft Menschen aus der SPD austreten und eine neue Heimat finden. Nicht dann resigniert parteilos sein, sondern eine neue Heimat finden. Dass die Austritte die SPD nicht interessiert, das war ja schon beim Hartz IV zu sehen. Weil, ne, je weniger Leute da sind, desto mehr Pfründe gibt es zu verteilen. Also, ne, die Masse an Pfründen bleibt die gleiche, aber es gibt weniger Leute, unter denen sie aufzuteilen. Das ist doch super. Kriegt jeder mehr vom Kuchen. Je weniger Leute da sind. Freuen die sich sogar noch. Naja. Ich bin tatsächlich langsam der Überzeugung, dass es nicht anders geht oder gehen wird, dass diese SPD ist nicht lernfähig und diese SPD ist auch nicht lernwillig, weil sie das sich so gut findet, wie sie jetzt ist. Der Status quo ist für die Leute, die jetzt da sind, halt genau das Richtige.
Nur leider ist dieser Status quo nur leider ist dieser Status quo für die Bevölkerung totaler Müll. Und leider ist dieser Status quo eben halt auch für die Sozialdemokratie, nicht nur in Deutschland, sondern eben halt auch in Europa. Ich will nicht sagen, ein Todesstoß, aber eine Pest oder eine Cholera. Vielleicht eine neue US-SPD. Ohne irgendwelche kommunistischen Anflüge da drinnen halt. Vielleicht mal drüber nachdenken.